Jahr 2014 startete in allen Treffpunktbanken der Raiffeisenbank Eberndorf mit der Veranstaltungsreihe Gefahrenquelle Internet. So schütze ich mein Kind und mich. Bezirksinspektor Günter Katzianker gab gemeinsam mit dem kriminalpolizeilichen Präventionsteam des Bezirks Völkermarkt Auskunft zu Safer Internet, WhatsApp und Co. Der Eberndorfer Gesundheitstag entstand durch eine Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Eberndorf. Die begeisterten Teilnehmer ließen sich dabei in der Gesundheitsstraße der Raiffeisenbank Eberndorf von Kopf bis Fuß untersuchen. Einfach mal Danke sagen war das Motto am Tag des Kunden. Die Raiffeisenbank Eberndorf sorgt für frischen Wind. Ganz verständlich also, dass die Kunden als kleines Dankeschön und passend zum sonnigen Wetter einen Handventilator erhielten. Alle Jahre wieder kommt er, der Weltspartag. Ende Oktober füllten sich unsere Räume wieder mit unseren großen und kleinen Kunden. Als besonderes Extra verwandelte ein Zauberer Luftballons in lustige Figuren. Verwöhnt wurden unsere Kunden mit Kaffee und Reinling. Das Projekt gegen Leseschwäche liegt uns sehr am Herzen. Pädagoge und Profizauberer Horst Zuschin alias Magic Zutze besuchte mit seinem zauberhaften Leseprojekt die Volksschulen Sittersdorf, Bad Eisenkappel, St. Primus und Tainach. Auch dieses Jahr ging das Seminar Fit for Job mit den vierten Klassen der neuen Mittelschulen Eberndorf, Bad Eisenkappel und Künsdorf in der Raiffeisenbank Eberndorf in eine neue Runde. Von Ingenieur Wolfgang Monay bekamen die Schüler wertvolle Tipps für die Bewerbung. Wenn die Studierenden eines gut gebrauchen können, dann ist das zusätzliche Energie für den Endspurt im Semester. So versüßten wir unseren Studenten die Osterferien mit einem echten Kärntner Reinling von der Bäckerei Rheinwald aus Bad Eisenkappel. Ordnung ist das halbe Leben. Damit auch in einem Notfall alles schnell bei der Hand ist, bieten wir den Notfallordner an. Dieser kann gegen einen kleinen Betrag in allen Treffpunktbanken erworben werden. Alles neu im www. Unsere Website ist nun deutlich stärker auf die Bedürfnisse und Interessen der Kunden zugeschnitten. Als erste Raiffeisenbank Kärntens bieten wir einen für mobile Endgeräte optimierten Internetauftritt. Die perfekte Ergänzung zum Girokonto? Natürlich die neue Raiffeisen-Kreditkarte. Nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit der freien PIN-Wahl, des kontaktlosen Bezahlens sowie des eigenen Wunschdesigns. So sehen unsere Sieger aus beim Facebook-Gewinnspiel Zeig uns deinen Verein, nahmen zahlreiche Vereine teil. Mit den meisten Votings sicherte sich das Schwimmteam des sozialintegrativen Vereins Gradnik den ersten Platz. Bei den Gewinnspielen im Rahmen der Vorsorgeberatung, der Raiffeisen Bausparkasse, dem Jugendschwerpunkt sowie dem Fonds Sparen konnten die jeweiligen Gewinner Stefanie Walliser, Ingenieur Michael Kurat, Martin Lupa und Manuel Mischitz tolle Preise entgegennehmen. Die Kunden des Pensionsaktivkontos kamen dieses Jahr in den Genuss eines Erste-Hilfe-Kurses, eines Weinschnittkurses und der Computerkurse Fit am Computer. Die zahlreichen Teilnehmer stillten so ihren Wissensdurst. Wenn es um gute Partnerschaft geht, ist nur eine Bank meine Bank. Die Raiffeisenbank Eberndorf unterstützt jährlich rund 200 Vereine im Einzugsgebiet. Ein paar Highlights. Der SK Künsdorf und der SV Galizien wurden mit neuen Raiffeisen-Sporttaschen ausgestattet. Die U7-Kicker des ASK Mittlern erhielten im Rahmen der Jahresfeier neue T-Shirts. Die Freiwillige Feuerwehr Gablern segnete im Rahmen des 125-jährigen Bestandsjubiläums ihr neues Einsatzfahrzeug. Wir freuen uns, die Feuerwehr bei dieser Anschaffung finanziell unterstützen zu können. Die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten organisierte das Pilotprojekt Handwerk on Tour in den neuen Mittelschulen Bad Eisenkappel, Eberndorf und Künsdorf. Handwerksmeister aus dem Bezirk stellten sich und ihre Betriebe vor. Die Raiffeisenbank Eberndorf sponserte Sachpreise.
Vorstandsdirektor Peter Mautner ist per 30. Juni 2014 in den Ruhestand getreten. Ihm folgt Magister Gerhard Wolf, der seit 1. Juli gemeinsam mit Vorstandsdirektor Franz Riegel die Raiffeisenbank Eberndorf leitet. Mit großem Stolz hat die RB Eberndorf bei der Victor Gala in Baden den Awards in der Kategorie Kunde verliehen bekommen. Wir haben durch starke Kundennähe sowie Leistung überzeugt und konnten uns so gegen alle teilnehmenden Banken und Sparkassen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum durchsetzen. Im Jahr 2014 wurde der Funktionärinnenbeirat vom österreichischen Raiffeisenverband gegründet. Was uns besonders freut, unsere Aufsichtsratspräsident-Stellvertreterin Anna Wriesing vertritt Kärnten in diesem Gremium. Wir legen viel Wert auf die Ausbildung unserer Mitarbeiter. 2014 gab es rund 427 Bildungstage. Diese teilen sich in Basis- und Grundausbildungen auf Landesebene und vertiefende Kurse im Raiffeisen Campus auf. Wir gratulieren unseren Kolleginnen und Kollegen zu den Weiterbildungen. Die Raiffeisenbank Eberndorf ist ein starker regionaler Partner für die wichtigen Momente im Leben. Wir punkten mit Gespür fürs Leben und Mut für Innovationen. Mit einem modernen Geschäftsmodell und unseren Mitarbeitern sind wir optimal auf die Zukunft vorbereitet.